Hallo und willkommen zurück zu X3 Reunion. So, wir haben zuletzt die Station gebaut, die Stationen gebaut in Trantor. Wir haben ein paar Schiffe verkauft, die wir noch auf Lager hatten oder die wir in unserem Agrarzentrum hatten, aber da nicht mehr benötigten. Wir haben einen Zwischenstopp hier in diesem Argon-Handelszentrum gemacht, weil wir auf der Suche nach Schiffen waren, nach Piratenschiffen, die wir übernehmen wollten. Haben da nichts gefunden. Und wir wollen uns jetzt ein Schiff kaufen, mindestens eine Merkur. Und ich sehe gerade hier, ich habe ein unbekanntes Objekt an Bord. So, das kann ich doch bestimmt verkaufen. Kann ich das hier verkaufen? Nein, leider nicht. Dann docke ich da mal ab und fliege zu einem Ausrüstungs. Oh, das sind Piraten. Kümmern wir uns doch erstmal um die. Die sind auf dem Weg. Piraten, Falke. Sind die auf dem Weg zum Nordtor oder kommen die vom Nordtor? Schauen wir doch mal, die fliegen denen mal entgegen. Ah, die kommen vom Nordtor, sehr gut. So, da wir aber jetzt hier in Asteroidengegend kommen, schalte ich da mal aus der Kartenansicht raus, denn wir sind auch noch auf der Schattenseite. Dass wir da aus Versehen gegenfliegen. So, dann haben wir zuletzt, wie ich schon sagte, Schiffe verkauft. Unter anderem unsere Discoverer, die hatte auch nochmal ein unbekanntes Objekt an Bord. Und eine Buster haben wir verkauft. Eine Buster ist unterwegs im Auftrage der Siliziummine und hat hier ein paar Energiezellen gekauft. Ist natürlich nicht besonders viel, was die da transportieren kann, aber immerhin besser als gar nichts, denke ich mir mal. So, unser Merkur-Tanker ist hier im Terra Corp Hauptquartier und ist in Bereitschaft. Das Schiff soll bitte handeln. Starte Sektorhandel, von mir aus jetzt in roter Kommando Schein. akzeptiert. Naja, wir müssen die Sektoren immer ein bisschen durchrastern. Da der Handel da irgendwann dann mal wieder ein bisschen schlechter läuft, Sie weil ist nun in Feuerreichweite. guten Angebote irgendwann mal weg sind. So, wir feuern hier gleich mal schön auf das Schiff. So. Diesmal habe ich ein gutes Gefühl. Rakete im Anflug. Hornisse. Glaube, diesmal kriegen wir ein Schiff. Pirat, Basta. Na, die vielleicht nicht. Ich habe dich. So, da hinten, das ist wahrscheinlich auch noch ein kleines Schiff. Ah, Harrier. Na gut, die halten ein bisschen mehr aus als die Buster. Denke ich doch, oder? Habe ich mich da vertan? Aber wir schauen mal. Wir können ja auch unsere Einzelwaffe hier abfeuern. Nee, das war nicht noch eine. Naja, gut. Versuchen wir es mal. Ja, der manövriert hier gerade ganz schön schnell. Ach, das ist doch so ein kleiner, doch ein M3, glaube ich. Harrier. Da wird nicht viel zu holen sein. Wow, der ist fast gerammt. Das wäre sein Ende gewesen. So, Moment. Alarm. Rakete im Anflug. Oh. Ja. Nee, den wollen wir nicht. Den eigentlich auch nicht. Den auch nicht. Eigentlich hätte ich gerne diese Einzelwaffe, die. Moment. Bestimmt hier ein bisschen umgestellt. Die machen wir mal aus, die machen wir aus und die kommt hier in die 4 rein. So. Damit wir nur Libelle, die eine hier Basislösung haben. zerstört. Ja, dass hier die auch automatische Ziel trifft mit Auto-Aim. So, da. Den müssen wir eigentlich treffen. Und ich will den ja auch nicht zerstören. Ist aber so. So, mit der kleinen Wumme kriegen wir es vielleicht hin, dass er sein Schiff verlässt. Wenn er permanent getroffen wird. So, wenn er mit seinen Waffen auf uns schießt, dann, naja, es ist
nicht viel mehr als ein Kitzeln unserer Schilde. Aber wir schaffen es hier mit der Kanone langsam aber sicher, sein Schild zu zerstören. Ah, melde dich doch nochmal und steige aus seinem Schiff aus. Naja. So, ich glaube, jetzt wird schon kritisch. Ich glaube, jetzt lohnt sich das schon fast nicht mehr. Naja. Gut, dann eben nicht. So, jetzt hat er hier doch... Einer seiner Kollegen hat doch hier Waren fallen lassen. Oh, und ich sehe die erstmal nicht. Na, super. Irgendwo da vorne ist was. Raumfliegen. Nee, die nehmen wir nicht. Na gut, dann waren hier noch irgendwo rote Signale bei dem Tor da hinten. Kann das sein, dass das bei dem Tor war oder war das bei einem anderen Tor? Na super, haben wir jetzt verpasst. Hm. Ärgerlich. So, unser Schiff, das wir hier umherfliegen haben, ist in Brennans Triumph. Wir sind in Elenas Glück, fliegen nicht nach Norden, dann fliegen wir nach Süden. Wir haben gar keine andere Wahl. Und ich wollte doch noch Schiffe kaufen. So, wir gehen nach Argon Prime. Da ist doch die Werft. Und da kaufen wir uns jetzt eine Merkur. So, wir kaufen uns eine normale Merkur S. Denn die Tankerschiffe, die sind mir ein bisschen zu langsam. So. Eine erstmal. Ich kann dann noch eine kaufen. So, die kriegt erstmal, bevor irgendwas anderes reinkommt. Duplex-Scanner installiert. Handelscomputer erweitert. Navigationssoftware MK1. Kampfsoftware Kampfsoftware. Boost-Erweiterung installiert. Ruderoptimierung installiert. Triebwerkstuning installiert. So, hat das Schiff Schilde? Ein Mega-Joule-Schild. Ist natürlich wenig. Mehr kriegen wir da nicht drauf. Okay, so, dann hat das denn eine Waffe. Ich glaube, einen Alpha-Impulsstrahlen oder einen Alpha-Pulsstrahler. Nee, der ist ganz schön heftig. Beta-Impulsstrahlen im Mitte. Ach, die kriegen wir da auch nicht. Na super. Ja, okay, dann ist das fertig. Erstmal. Und gelandete Schiffe, da wählen wir unsere Merkur aus. Kommandokonsole. Erstmal die Heimatbasis einstellen. Und da wählen wir Trantor, unsere Siliziummine. Die wählen wir mal zuerst aus. So. Und dann bekommt das Schiff erstmal den Handelsauftrag. Kaufe Ware zum besten Preis, Energiezellen. So. Dann gehen wir nochmal in die Schiffswerft. Kaufen dann nochmal so eine Merkur. Merkur S. Transporter bei Schiffswerft geordert. Jupp. Genau. Das bekommt ebenfalls hier. Singularitäts-Duplex-Scanner installiert. Handelscomputer. Navigationssoftware. Kampfsoftware. So, ob wir die ganzen Software-Erweiterungen brauchen oder nicht, ist eigentlich egal. Ruderoptimierung installiert. Ich mache das so, dass ich das dann auch nochmal selbst benutzen könnte, falls nötig. So. Eben abbremsen. Gelandete Schiffe. Merkur. So, die weisen wir jetzt dem anderen Station zu. Heimatbasis. In Trantor die Raketenfabrik. So, und da bitte. Handel. Kaufe Ware zum besten Preis. Und dann nehmen wir... Was nehmen wir denn da? Erz. Kommando Erz. Akzeptiert. So, jetzt haben wir... zwei Schiffe gekauft. Wir schauen mal, wie viel Geld wir haben. Pilot. 102.000. Na, dafür kriegen wir noch kein weiteres Schiff. Da müssen wir dann erstmal noch in den nächsten Sektor reinfliegen und nochmal gucken, dass wir ein paar Piraten hier vernichten oder Schiffe übernehmen, was ja schon lange nicht mehr geglückt ist. Leider, muss man dazu sagen. Erreiche System. Split Feuer. Genau. So, wir sind jetzt in Richtung Süden geflogen. Ja, zu den Piraten. Wir fliegen in Richtung Süden, wir queren den Sektor einmal.
Und versuchen dann oder hoffen, dass dann da mal Piraten auftauchen. Ansonsten fliegen wir, ja, ich glaube, wir können noch einmal Richtung Süden fliegen. Und ansonsten, ja gut, jetzt gibt es hier in dem Sektor auch nichts. Nee, dort kommt Priesters Gnade. Dann müssen wir nochmal Richtung Brennens Triumph und dann fliegen wir wieder zurück. Wobei, das wäre auch mal, könnte auch mal wieder versuchen, einen Auftrag zu bekommen. Und da in Brennens Triumph gibt's, ja, versuchen wir mal bei der einer der Stationen davon einen Brennens Triumph einen Auftrag zu ergattern. Wir können ja mal abfliegen, die Station. Und wenn da gerade keine Piraten sind, dann nehmen wir da mal einen Auftrag an, wenn es den einen gibt. Aber alles andere hat ja dann nicht viel zu bedeuten. So, jetzt mal hier verlangsamen, genau, und dann wieder rein. Dann schauen wir mal. Wir gucken gleich mal nach, wie schnell die Merkur-Schiffe sind, die wir da gekauft haben. Erreiche System. Brennens Triumph. Guck an, da sind Piraten. Ah, die kommen frontal auf uns zu. Das ist immer ein bisschen schwierig, wenn die direkt von vorne Pirat kommen. Nova. Da muss ich, genau, mal, ja, ich glaube, da brauch ich noch eine zweite Waffe. Genau. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Ja, eine Nova von vorne ist schwierig. Das ist klar. Versuchen wir es von oben. Und dann ganz massiv Jetzt werde angreifen. ich dich aus dem Raum pusten. Alarm. Rakete im Anflug. Huch. Pirat. Harrier. Das ging aber schnell. Die haben wir wohl auf dem falschen Fuß erwischt. Meine Güte, guckt Ziel euch doch ist mal. nun in Feuerreichweite. Guckt euch doch mal. Splitwagen, wenn du so im Kampf so einen bekommen. Die Feuerrate an. Die ist ja schon massiv hier. Rakete im Anflug. Ja. Es wird auch wieder nix. Schade. Moskito. Ja, die können wir uns mal holen. Warnung. Frachtraum ist geöffnet. Frachtraum enthält nun Moskito. Da haben wir noch Libellen. Können wir uns auch nochmal holen. Warnung. Frachtraum ist geöffnet. Schilde sind unten. So, Libelle. Frachtraum enthält nun Libelle. Was ist das? Aurora. Warnung. Nehmen wir auch noch mit. Frachtraum ist geöffnet. Schilde sind unten. Frachtraum enthält nun Aurora. Genau, so, bei der Piratenbasis. Da können wir noch bestimmt Waffen verkaufen. Ich probier's mal. Piratenbasis. Versuchen Andockerlaubnis wir's mal einfach. erteilt. Autopilot aktiviert. Ja. Dann können wir mal ein paar Raketen verkaufen und vielleicht werden wir da auch unser bekanntes Objekt los. Dann hätten wir nochmal 80.000 mehr und könnten damit noch ein weiteres Schiff kaufen. Glaube ich. Ah, nee, wird nicht ganz hinhauen. Da hätten wir gut 180.000. Wir brauchen ungefähr 200.000 für eine unausgerüstete Merkur S. Das wird nicht ganz hinhauen. Naja, schauen wir mal. Andockvorgang erfolgreich. Hallo Kumpel, willkommen auf dieser Piratenstation. Hallo Kumpel, Verbindung ja zum genau. göttlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Nee, leider nicht. Dann schauen wir mal nach Mission. Leider auch nichts. Dann geben wir Gas und fliegen wieder in Richtung Westen. Splitfeuer. Warum war gerade eine Kanone ganz dicht an uns vorbeigeflogen? Oder wir ganz dicht an der Kanone vorbeigeflogen? Ja. Auch ein interessanter Planet hier. Direkt vor uns. Ja, da habe ich mal aus Versehen den Knopf gedrückt. So. Und Feuer frei. Rein da ins Tor. Naja. Erreiche System. Split Feuer. Jetzt müssen wir nach Norden. Oder? Müssen wir nach Norden? Ich glaube schon. Ja, nach Norden. Elenas Glück. So, wir schauen jetzt mal auf die Karte, ob unsere Schiffe schon in Trantor angekommen sind.
ein Satellit. Merkur, Heimat des Lichts. Was ist da schon Fracht an Bord? Nein. Das ist die eine Merkur. Wo will denn die hin? Wo will die hin? Moment, da schauen wir uns einfach mal in dem Besitztümer, in der Besitztümerübersicht an. Hier Merkur im Agrarzentrum. Siliziumine, Ziel, Sonnenkraftwerk M Gamma in Linie der Energie. Und die andere, die ist Standort. Moment. Hier Raketenfabrik, Feuerfalter. Kaufe Ware zum besten Preis. Erz 353. Hat er schon 353 an Bord? Sehr gut. Ist also schon auf dem Weg zur Station und bringt da direkt mal Erz hin. Wunderbar. Dann können wir... Moment, das ist dann die hier. Das müsste... Nee, das ist die mit der Siliziummine. Dann ist die andere noch hier in... Genau, in dem Sektor hier und hat da 100 Fleischblöcke an Bord. Ach, das ist unsere Handelsmerkur. Kunstdünger und Kahuna Fleischblöcke. Das ist hier der Händler, der Freie. Das andere ist vielleicht noch in Argon Prime. Wo ist denn das andere Schiff hin? Ah ja, Moment. Linie der Energie, das ist unsere Basta. Hey, verstehe ich jetzt gerade nicht. Das andere ist eventuell in... Was ist denn die? Moment. So, die eine Merkur, die ist... Ach, Wolkenbasis Südost... Kommt die denn nach Südost? Wolkenbasis, Südost hat da unten. Genau, der einzige Vektor, den wir gerade hier angeguckt haben. Die fliegt in Richtung Norden. Die hat jetzt Erz an Bord. Die ist dann in Erzgürtel einkaufen gewesen. Oh, ich hoffe, da waren keine Karge in der Nähe, aber es sieht gerade gut aus. Super, dann hat das hingehauen. Jupp. Passt. So. Und... Was ist denn das hier für ein Händler? Schwerlasttransport. Naja, vielleicht bringt er ja ein bisschen Erz zu unserer Station. Na, die fliegen doch an unseren Stationen vorbei, die Schiffe. Da fliegen die da sogar hin. Na, die fliegen eher vorbei. Na gut. So, wir schauen hier in diesen Sektor. Keine Piraten vor Ort. Also rein ins Tor und in den Nachbarsektor. Gefahr. Eintritt in die Atmosphäre. Ach ja. Und das war mal ein umkämpfter Sektor. Der ist ja inzwischen schon fast befriedet. Erreiche System. Elenas Glück. So, hier ist auch erstmal nichts. Jetzt fliegen wir hier mal die Stationen an. Erstmal die Chipwerk. Hier ist Chipwerk. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. So, dann mal Gas. Ja, ich möchte jetzt einfach mal ein bisschen was verdienen hier. Ich möchte mal ein paar Aufträge annehmen. Dann nehmen wir mal ein paar Kampfaufträge an. Schwierig können die nicht sein. Es dauert mir sonst einfach ein bisschen zu lange und ich möchte hier nicht untätig umherfliegen auf der Suche nach Piraten, die wir dann sowieso nur abschießen können, weil die sich nicht ergeben. Andockvorgang erfolgreich. Im Namen unseres Präsidenten und Senators, es ist immer schön, Freunde der Argonen an Bord zu begrüßen. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. So, da haben wir gerade nichts bekommen. Fliegen wir zur Kahuna-Presse, im Alpha. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Ja, genau. Vielleicht gibt's dann da was. Wenn unser Händler, unser Stufe 6 Händler zwischendurch mal was verkaufen sollte, dann kriegen wir vielleicht auch noch ein bisschen Geld und können dann noch eine Merkur kaufen. Jetzt muss ich gleich erstmal gucken. Im Namen unseres Präsidenten und Senators, es ist immer schön, Freunde der Argonen an Bord zu begrüßen. Ob ich den Schiffen den Stationen überhaupt schon Geld zugewiesen habe. Wir wurden autorisiert, Ihnen 214.000 für die Eliminierung dieses Individuums zu zahlen. Ihre Annahme des Auftrags wurde autorisiert. Zeit ist ein Luxus, den wir uns nicht leisten können. Daher fangen Sie das Zielobjekt so schnell wie möglich ab. Wir haben Ihr Schiff mit einer Mikrosonde versehen und können so Ihre Aktionen mitverfolgen. So, jetzt müssen wir mal schauen, was wir denn auf den Auftrag angenommen haben. So, wenn Sie sich leisten können. Er ist so gut wie tot.
Kann ich den denn? Wo ist denn das? Jetzt habe ich einen Auftrag angenommen, ich weiß gar nicht, wo es ist. Gut, dass das hier nicht drin steht in der Nachricht. Tja. Na super, dann wollen die wohl nicht, dass man den Auftrag erfüllt. Dann hätte man ja mal noch eine Nachricht mitgeben können. Freie Argon-Handelsstation. Autopilot, Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Ist jetzt ein bisschen dumm. Ärgert mich auch ein bisschen. Alle Kommandos? Nein, also komisch. Nachrichten. Ihre Annahme des Auftrages? Ja. Vittorias Urilis Rurandis. Moment. Autopilot Vielleicht deaktiviert. können wir den dann nochmal anquatschen, hier an der Station. Kahuna Presse. M. Sie Kommando? sprechen mit dem Automatis. Nee. Wie kann ich Ihnen helfen? Nee. Irgendwie nicht. Müssen wir nach Profitbrunnen? Warum wurde uns der Sektor angezeigt? Ich weiß es auch nicht. Ja, Pech gehabt. Wer nicht will, der hat schon. Ich hätte den Auftrag gerne erfüllt. Freie Argon-Handels. Ach, Andockerlaub. Autopilot aktiviert. hätte ich mir das mal durchgelesen, bevor ich den angenommen habe, aber habe ich nicht. Ja, komisch. Dass das da nicht drin steht in der Nachricht. Nehmen wir eben einen anderen Auftrag an. 215.000 wären aber eine Menge Geld gewesen. Ach, das ist ärgerlich. Vielleicht haben wir auch so viel Zeit und ich kann mir das in der Nachschau Andockvorgang erfolgreich. nochmal Im anschauen. Namen unseres Präsidenten und Senators, es ist immer schön, Freunde der Argonen an Bord zu begrüßen. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Hier haben wir auch nichts, was wir gebrauchen könnten. Docken hier also wieder ab. Dann wählen wir die andere Kahuna-Presse, die hier, M-Beta. Kahuna-Presse. M. Andockerlaubnis erteilt. Fliegen wir da mal hin. Autopilot aktiviert. Docken da an und ich schaue mir tatsächlich dann mal in der Aufnahme mal an, wo wir hinfliegen müssen. Und dann gucken wir mal, dass wir den Auftrag vielleicht doch noch erfüllen. So, was haben wir hier? Ich gehe mal ja hier noch einen Andockvorgang Auftrag. erfolgreich. Im Namen unseres Präsidenten und Senators, es ist immer schön, Freunde der Argonen an Bord zu begrüßen. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Ja, leider nichts dabei an Aufträgen. Den hier können wir nicht annehmen, weil wir kein Transportschiff haben. Handeln können wir hier auch nichts. Okay, dann machen wir jetzt auch an der Stelle eine Pause. Ich schaue mir das in der Aufnahme nochmal an, wo wir hinfliegen müssen. Und dann werden wir das in der nächsten Folge mal angehen. Und bis dahin hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss!